Alice Krücken. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich vor etwa einem Jahr eine gewisse Ibsen-Obsession entwickelt habe und einige Dramen sehr schnell hintereinander von Henrik Ibsen gelesen habe. Und in dem Zuge immer versprochen habe, ich mache nochmal ein extra Video zu Henrik Ibsen, wer ist das überhaupt und sowieso. Aber wie das immer so ist mit manchen Sachen, manchmal braucht man einen Arschtritt für gewisse Projekte. Und diesen Arschtritt hat mir jetzt quasi Sophie von Verstand verpasst, denn sie hat ein neues Format ins Leben gerufen. Und zwar, das nennt sich Klassiker-Lieblinge. Ein Format, in dem sie mit anderen BooktuberInnen zusammen sich einen Autor, eine Autorin vornimmt und in dem Video beleuchtet, was hat man von dem oder der Autorin schon gelesen, welche Werke möchte man vielleicht noch lesen, welche, ja, möchte man das Briefwerk lesen, die Tagebücher etc. pp. Gibt es Lieblingswerke und so weiter. Und ja, jetzt war Ibsen dran. Ich verlinke euch das Video von Sophie natürlich unten und Anne von Literaturlärm macht auch mit. Das heißt, wir sind zu dritt. Ich kenne die anderen beiden Videos logischerweise auch noch nicht, weil wir gleichzeitig quasi unsere Videos hochladen, aber ich verlinke sie euch unten. Und ja, das hier ist mein Video zu Ibsen. Lange versprochen, jetzt endlich da. Und jetzt genug der Vorplänkerei. Ein bisschen Vorplänkerei kommt jetzt noch, nämlich, was ich nicht machen möchte, ist hier einen großen biografischen Abriss zu Ibsen geben. Eigentlich hatte ich das mal vor, ich wollte mich intensiv mit seiner Biografie beschäftigen und mit seinen Lebensphasen und mit seinen verschiedenen Schreibphasen und überhaupt und habe mir zu diesem Zwecke diese dicke, dicke Biografie von Ibsen gekauft von Robert Ferguson aus dem englischen, Moment, übersetzt von Michael Schmidt. Ja, eine Biografie, die sich mehr oder weniger an den Werken orientiert. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, den Anfang ein bisschen quer gelesen und dann hat es mich irgendwie verlassen. Was nicht an dem Buch liegt, sondern einfach an mir und manchmal ist das ja so. Trotzdem ein paar Daten zu Ibsen, bevor wir dann in die Werke einsteigen. Henrik Ibsen ist geboren am 20. März, oder ist geboren, wurde geboren am 20. März 1828 in Skien. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Sophie wird das garantiert besser machen. Jedenfalls eine Stadt in Norwegen. Und er starb am 23. Mai 1906 in Oslo, was damals aber noch Christiania hieß. Auch da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man das so ausspricht. Das heißt, er ist relativ alt geworden, 78, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und er hat den größten Teil seines Lebens oder einen großen Teil seines Lebens im freiwilligen Exil verbracht, nämlich in Italien, vor allen Dingen in Italien und in Deutschland, vor allen Dingen in Rom, Dresden und München, weil er eben auch immer wieder Norwegen kritisiert hat oder das gesellschaftliche, das politische Leben in Norwegen und damit durchaus auch angeeckt ist und ihm das halt auch nicht mehr so richtig gefallen hat dort. Ibsen hat sich sehr stark, und das merkt man immer wieder, vor allen Dingen in seinen späteren Dramen, mit vor allen Dingen, wie ich finde, drei Themen auseinandergesetzt. Das ist einmal das Thema der Vergangenheit und einer Schuld, die in der Vergangenheit liegt oder beziehungsweise überhaupt das Vergangene, was mal passiert ist, dass das nie richtig vergeht, sondern immer wieder hochkommt, immer wieder eine Bedeutung im Leben gewinnt. Also irgendwie ein sehr freudscher Ansatz durchaus auch. Und dann geht es sehr viel um Ehe und zwischenmenschliche Beziehungen, was damals natürlich vor allen Dingen die Ehe war, als akzeptierter Bund zwischen zwei Menschen, vor allen Dingen zwischen Mann und Frau. Und es geht eben auch um die Gleichberechtigung der Geschlechter. Und Ibsen guckt schon sehr stark immer wieder auch auf die Rolle der Frau, hinterfragt, ob dieses gesellschaftliche Bild der Frau, ob das so richtig ist, die Rolle, die sie einnehmen muss. Das sind die Themen, die mir bei ihm besonders stark aufgefallen sind. Ich habe, wie gesagt, nicht alle Werke von Ibsen gelesen. Ich habe hier diesen Sammelband, ich glaube, da sind 12 seiner
Dramen drin. Man muss auch dazu sagen, dass ich glaube, seine ersten Dramen, die er geschrieben hat, sich sehr viel mit Norwegens Geschichte und Norwegens Folklore auseinandergesetzt haben, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Die sind auch nicht so bekannt und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt ins Deutsche übersetzt wurden, muss ich gestehen. Das sind eben die, ja, die wahrscheinlich die Forschung dann als die wichtigsten und die bleibendsten definiert hat und von denen auch immer noch welche gespielt werden. Also Nora ist ja quasi ein Klassiker, auch der Dramenliteratur. Hedda Gabler wurde schon oft gespielt, Gespenster sowieso. Also es gibt sogar Verfilmungen von Ibsens Dramen. Also es ist schon auch durchaus gut rezipiert. Und ihr seht, hier sind viele, viele Zettel drin. Ich habe 9 von diesen Dramen gelesen, die hier drin versammelt sind. Und zwar, und das ist jetzt nicht die Reihenfolge, in der ich die Dramen gelesen habe, wenn ihr die Reihenfolge haben wollt, ich verlinke euch den Lesemonat, ich weiß nicht mehr, was es war, Juni oder Mai, vom letzten Jahr. Da spreche ich über 8 dieser gelesenen Dramen, fasse die auch kurz inhaltlich zusammen und da ist die Reihenfolge, in der ich sie gelesen habe. Das verlinke ich euch mit Zeitmarkern, ihr könnt euch da also durchklickern. In der Reihenfolge, die Ibsen sie geschrieben hat, sind sie aber so. Also ich habe gelesen Die Stützen der Gesellschaft, das war tatsächlich auch das erste, was ich gelesen habe. Das ist 1877 erschienen. Dann habe ich Nora, ein Puppenheim gelesen. Das ist 1879 erschienen, dann Gespenster, das war tatsächlich das zweite, was ich gelesen habe. Das ist 1881 erschienen, dann Ein Volksfeind, 1882, Die Wildente, 1884, Rosmersholm, 1886, Die Frau vom Meer, 1888, Hedda Gabler, 1890 erschienen und Baumeister Solness, 1892 erschienen. Und eigentlich wollte ich in diesem Video überhaupt nicht über Ibsens Dramen sprechen, sondern über seine Gedichte, weil ich dachte, ach, das wäre doch mal schön, man kennt ihn immer als Dramatiker, aber er hat ja auch Gedichte geschrieben und vielleicht sprechen wir mal darüber. Ausschlaggebend war, dass ich tatsächlich, als ich angefangen habe, mich mit Ibsen zu beschäftigen, natürlich, ja, shame on me, aber als erstes den Wikipedia-Artikel gelesen habe, so wie man das eben macht, wenn man sich erstmal vertraut macht mit einer Person. Und da war ein Gedicht von ihm zitiert oder letztendlich ein sehr, ja, ein sehr kurzer Vers, ein Text, der tatsächlich auch heißt ein Vers. Und den fand ich so gut, dass ich unbedingt mehr Gedichte von Ibsen lesen wollte und habe dann im Buchladen nachgefragt und dann war das, oh ja, das müssen wir bestellen, das dauert eine Weile und es hat wirklich eine Weile gedauert, bis das kam. Als ich den Gedichtband abgeholt habe, hat der Buchhändler scherzhaft gesagt, ja, das musste erst noch gedruckt werden. Und zwar ist das dieses hier, Henrik Ibsen Gedichte, bei Hofenberg erschienen und aus dem Norwegischen übersetzt von Christian Morgenstern, Emma Klingenfeld und Max Bamberger. Und da ist eben auch dieses besagte ein Vers drin, was ich euch mal kurz vorlesen möchte. Das geht so. Ein Vers. Leben heißt, dunkler Gewalten Spuk bekämpfen in sich. Dichten, Gerichtstag halten über sein eigenes Ich. Und das fand ich so beeindruckend. Also irgendwie hat mich das so tief berührt, dass ich dachte, oh ja, der muss ja krasse Gedichttexte geschrieben haben. Und dann habe ich angefangen zu lesen und dachte so, naja, also so krasse Gedichtstexte sind es dann auch nicht. Da sind die Dramentexte schon tatsächlich besser. Tatsächlich, was Ibsen viel gemacht hat, auch in seinen Gedichten, oder ich würde manche fast schon als Balladen bezeichnen, ist sich auch mit der norwegischen Geschichte auseinandersetzen, mit der norwegischen Mythologie. Und ich glaube, das ist auch spannend, wenn man sich da ein bisschen einarbeitet und sich wiederum ein bisschen mehr mit Norwegen beschäftigt, dann versteht man diese Texte auch mehr. So, jetzt war das ehrlich gesagt, dass ich dann immer nur so quer gelesen habe und so dachte, ja, okay, das ist spannend, wenn man sich historisch und literaturhistorisch mit Ibsen auseinandersetzen will, aber es sind jetzt keine Texte mehr, die mich heute als Lyriktexte berühren. Was auch spannend ist, es gibt mehrere Gedichte, die für Leute geschrieben wurden, also so Festgedichte, ich glaube auch Geburtstagsgedichte. Es gibt auch ein paar Liebesgedichte, die ganz hübsch sind und so ein paar Naturgedichte und ja, aber insgesamt war das jetzt
lyrikmäßig nicht so, dass ich sage, boah, ja, da habe ich jetzt total was mitgenommen, außer eben dieses einen Vers. Wie gesagt, literaturhistorisch oder überhaupt literaturwissenschaftlich ist es wahrscheinlich aber total spannend, sich damit zu beschäftigen. Die Gedichte sind auch alle halt sehr so nach Reimschema F, so wie man es damals halt auch so ein bisschen geschrieben hat. Ja, mit schönem Metrum und tralala, aber ich weiß nicht, da gibt es irgendwie Gedichte von Goethe oder Schiller, die hauen mich dann mehr vom Sockel. Also selbst Fontane hat Gedichte geschrieben, die mich sehr viel mehr berühren. Der hatte ja so eine romantische Phase, die ziemlich schön war tatsächlich in der Lyrik. Habe ich jetzt hier bei Ibsen noch nicht gefunden. Trotzdem spannend, das ist etwas, womit ich mich zum Beispiel noch beschäftigen möchte, wenn ich mal ein bisschen Lust habe, wieder literarischer, germanistischer quasi in ein Werk einzusteigen. Und weil die Lyrik somit als Videothema ein bisschen weggefallen ist, dachte ich mir, ich spreche über die beiden Dramen, die mir von Ibsen immer noch am meisten im Gedächtnis geblieben sind, die auch nach einem Jahr, die ich noch nicht vergessen habe, ich habe keines dieser Dramen vergessen, weil ich sie wirklich alle sehr, 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 sehr gut fand und sie alle Aspekte hatten, die mich unglaublich beeindruckt haben. Aber zwei waren damals schon so, die mir wirklich Gänsehaut gemacht haben und die mich nicht mehr losgelassen haben seitdem. Und das ist einmal Nora. Ich kann jetzt kein einzelnes Dingsbums zeigen. Nora ist halt hier drin, deswegen zeige ich das jetzt mal hier hoch. Nora mit dem Beititel Ein Puppenheim, wie gesagt, 1879 geschrieben. Und die Uraufführung fand, das fand ich irgendwie ganz spannend, 1879 in Kopenhagen statt und dann 1880 in Hamburg, quasi die deutsche Uraufführung. Und in beiden diesen Aufführungen musste das Ende geändert werden. Und deswegen erzähle ich euch jetzt erstmal kurz, worum es geht. In Nora geht es um Nora. Welche Überraschung. Eine junge Frau, die verheiratet ist, relativ gut verheiratet ist, also jetzt nicht in ärmlichen Verhältnissen lebt und darauf hofft, dass ihr Mann jetzt quasi noch eine bessere Stelle bekommt und dadurch noch mehr Geld ins Haus kommt. Also sie sind jetzt nicht super reich, aber sie leben gut bürgerlich. Sie haben auch gemeinsame Kinder und am Anfang dieses Dramas hat man den Eindruck, dass Nora eine sehr zufriedene Frau ist, dass sie aufgeht in ihrer Mutterrolle, dass sie sich gerne um den Haushalt kümmert, dass sie eine ein bisschen naive, ja, vielleicht nicht super intellektuelle Frau ist, aber glücklich in dem, wie ihre Familie beschaffen ist und ihr Leben. Und dann dröselt Ibsen nach und nach diese Frau auf und es ist, wie immer bei diesen Dramen, kommt etwas aus der Vergangenheit zutage, was Nora getan hat, um ihrem Mann zu helfen, um ja auch ein bisschen ihre Existenz zu retten, was aber nicht ganz legal war. Und das kommt irgendwann raus und ihr Mann ist darüber ganz, ganz entsetzt, dass seine Frau so etwas getan hat. Und es droht halt der Skandal, dass das, was sie getan hat, das möchte ich euch jetzt nicht verraten, weil vielleicht möchtet ihr dieses Drama ja noch lesen, dass das auch an die Öffentlichkeit gerät. Und ihr Mann fürchtet halt einen Skandal und er ist ganz entsetzt und verstößt Nora quasi aus seinem Herzen und sagt, ja, wir müssen für den Schein zusammenbleiben, aber du darfst die Kinder nicht mehr erziehen und sie eigentlich auch nicht mehr sehen. Und zwischen uns ist es auch aus, also alles, was irgendwie romantisch ist. Und das ist so ein Punkt, wo Nora dann erkennt, Moment mal, irgendwas läuft hier falsch. Eigentlich ist mein ganzes Leben falsch. Und dann gibt es einen sehr, sehr grandiosen Schlussdialog, in dem Nora sehr viel sagt und eben feststellt, dass dieses ganze Leben eine Lüge ist. Und dass sie, dass diese Ehe eine Lüge ist. Und dass sie quasi von ihrem Mann nichts weiß und er nichts von ihr. Und es gibt dann diesen Satz, dass sie sagt, wir sind jetzt 8 Jahre lang verheiratet und wir sitzen jetzt das erste Mal und reden ernsthaft miteinander. Und dann geht sie und verlässt die Familie und verlässt die Kinder und verlässt ihren Mann. Und dieses Ende musste eben bei den beiden Uraufführungen in Kopenhagen sowie auch in Hamburg geändert werden, weil die Theatermacher wahrscheinlich Angst vor einem Skandal hatten, weil die Ehe damals eben noch sehr, sehr hoch gehalten wurde. Und in diesen beiden Aufführungen ist Nora geblieben, der Kinder zuliebe.
Und ja, das fand ich ganz spannend. Nora ist auch das Stück, was ihn wohl berühmt gemacht hat. Also, weil das so ein Novum war, dass nicht die Frau verstoßen wird, weil sie einen Fehler gemacht hat. Das ist ja auch ein Topos, den wir in der Literatur oft haben. Ich denke an Effi, an Madame Bovary, Anna Karenina. Die Frauen, da geht es natürlich dann um Affären und solche Dinge, nicht um solche Dinge, sondern um Affären und andere Männer oder einen anderen Mann. Und deswegen wird die Frau aus der Gesellschaft verstoßen und auch eben ja aus ihrer Ehe. Und hier geht sie aber freiwillig, weil sie sagt, ich habe ein Recht auf mein Leben und auf meine Selbstbestimmung. Und da gibt es einen schönen Satz und ich hoffe, dass ich den jetzt im Wust. All dieser Zettelage hier auf Anhieb finde. Ihr kennt das ja schon von mir, dass das meistens nicht so ist. Aber das ist eben in diesem besagten Schlussdialog. Da sagt ihr Mann, Helmer heißt der, weil sie eben sagt, ich will die Familie verlassen. Der sagt er, und so rücksichtslos kannst du dich über deine heiligsten Pflichten hinwegsetzen. Oh, das ist empörend. Und dann sagt Nora, meine heiligsten Pflichten, was verstehst du darunter? Dann ihr Mann. Muss ich dir das erst noch sagen? Sind es nicht die Pflichten gegenüber deinem Mann und deinen Kindern? Nora, ich habe andere Pflichten, die genauso heilig sind. Nein, das hast du nicht. Was für Pflichten sollten das sein? Die Pflichten gegenüber mir selbst. Und das finde ich einen ziemlich starken Satz, weil sie eben sagt, ja, ich bin auch ein Mensch und ich bin nicht nur eine Frau und ich bin nicht nur Mutter, sondern ich bin ein Mensch und ich habe das Recht darauf, mich selbst zu verwirklichen und eigentlich zu erkennen, wer ich selbst bin. Und das finde ich unglaublich spannend und vor allen Dingen diese Art und Weise, wie sich das so aufbröckelt und die Fassade aus dieser, von dieser heiligen nicht, von dieser heilen Welt nach und nach bröckelt und dann das eben rauskommt. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich das lese, weil das wirklich, ich finde das ganz, ganz fantastisch. Und ich habe es jetzt eben für dieses Video, ich muss gestehen, nicht nochmal ganz gelesen, weil ich viel noch in Erinnerung hatte, aber vor allen Dingen den Schluss und am Anfang ein bisschen und ja, und war wieder ganz verliebt in Ibsens Sprache und überhaupt. Und was ich auch sehr spannend finde, das habe ich euch auch schon mal gezeigt, ist, dass Elfriede Jelinek, eine sehr berühmte österreichische Schriftstellerin, die auch unter anderem schon mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, quasi ein Fortsetzungsstück geschrieben hat. Und das heißt, was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften? Sehr interessant, dass sie da so spielt mit dem Stützen der Gesellschaft von Ibsen. Und da möchte ich euch nun mal den ersten Satz von Nora vorlesen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber das möchte ich dringend tun, gerade jetzt, weil es irgendwie so schön daran anschließt. Und da sagt Nora, ich bin keine Frau, die von ihrem Mann verlassen wurde, sondern eine, die selbst tätig verließ, was seltener ist. Ich bin Nora aus dem gleichnamigen Stück von Ibsen. Im Augenblick flüchte ich aus einer verwirrten Gemütslage in einen Beruf. Das sagt sie nämlich auch am Stück, Ende von Ibsens Stück, dass sie arbeiten gehen möchte. Und auch das finde ich sehr beeindruckend. Ja, also Nora, ein Stück, das mich, wie ihr merkt, immer noch nicht loslässt. Und das zweite Stück, von dem ich tatsächlich sehr besessen war oder von dieser Figur, ist Hedda Gabler. Ach so, ich habe hier übrigens dieser Sammelband, ist aus dem Norwegischen übersetzt von Hans-Egon Gerlach. Und ich habe Hedda Gabler in dieser Reclam-Ausgabe und das ist aus dem Norwegischen übersetzt von Christel Hildebrand. Und Hedda Gabler habe ich jetzt tatsächlich nochmal gelesen und ich bin wieder so, so verliebt in dieses Stück. Hedda Gabler, wie gesagt, 1890 erschienen und 1891 in München uraufgeführt. Und ich habe gelesen, dass Hedda Gabler quasi so ein bisschen als das Selbstporträt von Ibsen gehandelt wird. Denn kurioserweise ist es so, dass Ibsen, obwohl er so viel über Ehe, den Zustand von Ehe, ob Ehe überhaupt nötig ist für das Zusammenleben, ob Frauen und Männer gleichberechtigt sein sollten, viel über, ja, durchaus auch angeprangert hat, dieses, oh, wir müssen eine heile Welt bewahren und bloß das Ansehen wahren und so, dass Ibsen aber genau das gelebt hat. Er war verheiratet, hat, soweit ich weiß, eine relativ ruhige Ehe geführt, und war sehr bedacht darauf,
ein skandalfreies Leben zu führen, ein ja sehr gesittetes Leben, hat sich wohl auch sehr konservativ immer angezogen. Das finde ich schon sehr spannend, dass sich das so widerspricht, dass er vielleicht, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, durch seine Texte eben vielleicht auch seine inneren Wünsche und Sehnsüchte aufgeschrieben hat. Das ist jetzt wirklich nur eine Theorie, ich weiß es nicht. Aber man kann es sich durchaus vorstellen. Und genau darum geht es nämlich in Hedda Gabler. Ein so fantastisches Stück. Darin geht es um Hedda, die nicht mehr Gabler mit Nachnamen heißt, weil sie jetzt verheiratet ist mit einem Kulturwissenschaftler. Und das Stück beginnt, die beiden kommen gerade von der Hochzeitsreise. Hedda ist extrem genervt von ihrem Mann, der ja sich immer nur mit Kulturgeschichte befasst und dann auch noch mit der mittelalterlichen Geschichte. Und ihr geht das total auf den Keks, dieses ganze intellektuelle Gequatsche. Und im Laufe des Stückes kommt heraus, dass sie ihn quasi mehr deswegen geheiratet hat, weil er ihr Sicherheit gibt, weil er, wie sie es ausdrückt, auch nicht lächerlich ist, sondern eben ein durchaus gesittetes Zuhause bietet und eine gesittete Ehe und mit gutem Ansehen. Und er ist eben auch ein Mann mit hohem Ansehen. Denn das, was Hedda wirklich fürchtet, ist ein Skandal. Sie möchte nicht nach außen Aufsehen erregen. Und das sagt sie auch, sie ist quasi zu feige. Auch sie hat nicht den Mut für so etwas. Und gleichzeitig merkt man aber, dass es in ihr brodelt. Sie langweilt sich unglaublich in diesem gesitteten, privilegierten Haushalt. Sie möchte, das kommt so zwischen den Zeilen, auch nicht unbedingt in die Mutterrolle gedrängt werden. Also es gibt eine Tante von ihrem Mann, die immer sagt, ach, na, da wird doch bestimmt bald ein Baby kommen. Und sie ist immer so, oh nein, ich bin dafür überhaupt nicht geschaffen und stößt das auch immer so weg. Und sie ist ständig verärgert und ist aber immer ganz wach und elektrisiert, wenn sie ja etwas tragische oder komplizierte Lebensstories von anderen Menschen hört. Und man merkt halt, dass sie eigentlich gerne ausbrechen würde aus diesem Ganzen. Und das Spannende an diesem Stück ist auch, dass es quasi drei Männer gibt, die um sie herum zirkulieren. Das ist einmal ihr Mann, dann gibt es einen Richter, glaube ich, Brack, und einen ehemaligen, ja, Geliebter nicht, aber schon jemanden, den Hedda schon mal mehr mochte als ihren Mann, also irgendwie romantischer zumindest mit ihm verknüpft war. Und ich habe auch gelesen, dass diese drei Männer quasi die verschiedenen Facetten in Heddas Charakter widerspiegeln sollen, was ich tatsächlich gar nicht so unschlüssig finde. Also dass ihr Mann so dieses ja etwas karrierebewusste, aber sehr gesittete und dieses Element ist, dass der Richter, der so ein bisschen verschlagen ist und bei dem man sehr deutlich merkt, dass er Hedda verehrt, er war wohl auch mal in Diskussion, also er hat, war auch ein Verehrer von ihr, aber er wollte nie heiraten, also es ist mehr so dieses sinnliche, lustvolle Begehren, was er hat und dabei durchaus auch nicht davor zurückschreckt, ein bisschen miesere Mittel zu benutzen, um sie halt für sich zu haben. Und dann gibt es eben diesen dritten Mann, mit dem sie diese romantischen Gefühle, Leidenschaft verbindet. Und das eben auch in ihr drin ist. Und diese Frau fasziniert mich einfach so, weil sie in ihrer privilegierten Position und eigentlich alles zu haben scheint, was sie braucht, und trotzdem so unzufrieden ist und eine solche Leere verspürt. Und wie sie halt auch immer sagt, sie langweilt sich zu Tode. Und das Einzige, in dem sie gut ist, ist, sich zu Tode zu langweilen. Und die so tief unglücklich ist und es aber nicht aus sich selbst heraus schafft, daraus auszubrechen. Und das finde ich unglaublich faszinierend, auch wie Ibsen das zeichnet und wie er sie porträtiert und wie es letztendlich am Ende nur den einen Ausweg gibt, indem sie sich das Leben nimmt. Und das ist dann der mutige Akt, denn sie hat ihr Leben selbst in die Hand genommen. Weil das ist es, wonach sie eigentlich strebt. Sie will über irgendwas Macht haben. Und in dem Fall ist es dann eben nur das eigene Leben, was sie dann beendet, weil sie sonst keine Macht darüber hat. Ja, und dieses Stück ist wirklich eins, was mich nicht loslässt. Und ich würde Hedda Gabler wirklich, wirklich gerne mal live auf der Bühne sehen. Also Ibsen ist jemand, den ich euch nur empfehlen kann. Und
ja, damit beende ich dieses wahrscheinlich schon viel zu lange Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von Ibsen schon gelesen habt, was euer liebstes Stück von ihm ist und welches ich unbedingt lesen muss, welches ich vielleicht noch nicht gelesen habe. Oder ob ihr wisst, ob es Brief- oder Tagebuchausgaben zu Ibsen gibt. Und ansonsten wünsche ich euch schöne Lesestunden, bleibt gesund. Guckt euch die Videos von Sophie und Anna an, die verlinke ich euch unten in der Infobox. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.